Liebe Freunde der gepflegten Leben und Unterhaltung, wir sind dabei, die Schlacht am Schwarzen Tor oder um Schwarze Tor, da sind wir uns nicht ganz so einig, wie es heißt. Nein, ich glaube, es heißt am Schwarzen Tor. Genau. Von Herr der Ringe zu basteln. Wir sind bei Tütchen 2 und damit fangen wir jetzt auch an. Yippie. Ja. Oh, wir reißen uns rum. Ah. Kleines Tütchen. So Recycling. Oh, da ist schon wieder ein Kopf. Ein Gummikopf. Recycling. Lass sie das extra ein. Ja, die gehen auf ganz Nummer sicher. Das wird das Maul. Falsches Set. So heißt der. Das Maul. Ist das nicht eher von Star Wars? Darth Maul? Stimmt, aber... Heißt der auch so, jetzt ohne Mist? Der heißt, warte, Saurons Mund, aber... Saurons Mund? Saurons Mund, so heißt er. Okay. Ich heiße Thomas, ich heiße Saurons Mund. Was hat der für ein bescheuerter Name? Du kannst ruhig schon umblättern. Nee, kann ich nicht, das Pferd wird auch noch gebaut. Das ist... Nein. Doch. Da kommt nur der Sitz rein, wenn ich... Ja, da. Guckst nee, das nur der Sitz. Nur der Sitz. Das ist immer so, weißt du, bei Lego. Da kannst du entscheiden, ob das Pferd nur ein Pferd ist oder ob das cool. Wie beim Film auch kein Gesicht. Ja, hat nur ein Maul. Hat nur ein Maul. Aber wenn du den Film kennst. Ach so, Gesicht. Ach so, meinst du das Pferd nur Pferd oder Pferd mit Pferd? Okay, jetzt habe ich verstanden. Also wenn ihr den Film kennt, dann nur bei der Extended-Version kommt das Maul vor. Ah, jetzt erinnere ich mich, wer das ist. Mit dem Verhandlungssicherkorn, ne? Ja, also was heißt Verhandeln, ne? Der macht sich ja über die Lust sehen, ne? Aber die Szene ist richtig gut. Die, hat die ist gefallen. Richtig geil, ja. Jetzt weiß ich erst. Schlägt er den Kopf ab und sagt dann, die Verhandlungen sind dann beendet. Also, Gimli. Ja, ich erinnere mich. Der kommt ja durch dieses Tor wahrscheinlich dann. Ja, eigentlich kommt er durch das richtig große. Ja, wahrscheinlich bauen wir das noch. Ja, natürlich. Das richtig große. Da ist noch ein Adler? Wo ist der denn? Den Adler habe ich ja schon mal, den haben wir ja vorgebaut. Also. Ja, aber warum kommt der in Tüte 2? Weil der extra lag. Bullshit, was hat Lego sich denn dabei gedacht? So. Irritierend, ich dachte jetzt, da kommt noch ein Geier. Das ist kein Geier, das ist ein Adler. Wo ist der Unterschied? Geier ist Aasfresser. Geier schreibt sich mit G, Adler mit A. Ansonsten ist gleich. Das kommt jetzt da drauf. Ja, ich hab's schon zurecht gedacht. Achso, danke. Ich bin so frei. Du bist so frei. Nee, das ist kein grauer, das ist ein schwarzer, flacher Arm. Suchst du den einer auch? Ja, genau. Okay. Also wer ihn zuerst findet, kriegt eine Cola. Ja, ich pack die Kante. Ich hab einen. Na super. Gib mir einen aus, ganz toll. Vor allem zeitgleich, ne? Das war lustig. Ja, mit uns hat man noch Spaß mehr. Nur mit uns. Alle anderen YouTuber sind doof. Nein. Jeder hat ja so sein Steckenpferd, sag ich mal. Was ich irgendwie nicht leiden kann auf YouTube, sind die Leute, die irgendwelche Sensationsnachrichten aufschnappen und dann anderthalb Minuten darüber ihre Meinung loswerden kann man nicht sagen. Das ist schon sehr aufdringlich. Ihr Statement dann geben, ja. 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 Ich weiß nicht, damit kann ich absolut nichts anfangen. Zweimal? Also soll ich mir dann überlegen, wo ist da das Künstlerische hinter? Oh. Ich weiß, was du meinst. Ja. Da könnte jeder sein Statement, sein Senf dazugeben. Ja. Ja, das führt ja dann auch zu Diskussionen im Kanal, ne?
Was kommt hier noch? Das ist die Frage. Ich glaube, es kommt so rum. Ja, hast recht. Obere nach innen. Ja, ist schwer zu erkennen. Danke. Ja, dann nehme ich dich auch mal in Schutz. Wow, hey. Daumen hoch dafür, Leute. Mindestens einen. Der geht ja nur einen. Also jetzt. Ja, insgesamt meine ich so. Insgesamt geht nur einer. Also für ihr dieses Video kriegt zwei Daumen nach oben. Dann wird, nein. Es so, wird es sofort gesperrt. So meine ich das auch gar nicht. Mann. Höchstens einen Daumen verflucht. Ich finde den Rasen einfacher. Mindestens einen, so. Ja, ja. Insgesamt. Du brauchst übrigens auch noch einen auf deiner Seite. So einen schwarzen. Den hier. Danke. Ach, herrlich. Aber wenn du auch nur likest, dann mache ich das ja eh selber. Dann hat sich das erledigt. Ich danke dir doch gar nicht. Auch das noch. Er findet sie noch nicht mal gut. Guck mal, was ich schon gemacht habe. Ich finde es scheiße. Aber das. Nein, das mache ich nicht. Oh Gott. Ich finde sie ja gut, aber. Ne? Aber es ist kein Grund, den zu liken. Ach, herrlich. Das wäre wirklich. Kontraproduktiv. Aber also, du bringst die ganze Statistik durcheinander. So, zweimal das. Ja, bitteschön. Achso, da kommt mit, noch eine Spitze dran. Mit Stachel. Oben. Jawohl, Meister. Cool. Cool. Achso, da kommen noch die zwei Schwarzer. Hm? Achso, da oben, ja. Halten wir die mal für den Gaul. Ach so. Oh, das wäre wieder was geworden. Nachher hätten wir ihn wieder gesucht. Ja, richtig. Mhm. Ist mir ja noch aufgefallen. Alles gut. Alles gut, sagt er. Alles wird gut. So, wie haben Sie sich das gedacht? So haben Sie sich das gedacht. So, ne? Ja. Mhm. Richtig. Ja, manchmal muss man hier genauer hingucken. Ja, vor allem, wenn das alles eine Farbe ist. Ja, schwarz kennen wir ja, ne? Vom Turm. Ja, da haben wir auch das eine oder andere Mal geguckt. So ist der Bogen. Den Bogen. Hast du den Bogen raus? Genau, habe ich. Ihr habt den Bogen raus, so sieht's aus. Okay. Das. Jetzt kommen die, die ich schon verbauen wollte. Dann hatte ich hier oben schon drei Stück. Oh, Entschuldigung. Und dann da. XXX. Bams. Ja. Ach so, die schwarzen, ja, stimmt. Die kommen noch davor, die kommen jetzt hier hin. Deswegen konnte ich das oben schon. Ach so. Anfangen. So. Passt. Passt genau rein. Ah ja. Jetzt kommt wieder die, weiter die oben ran. Tobias ist schon der Bild weiter. Ja, wenn du da bist, dann mache ich da. Ist doch gut. Das geteilte Haushalt ist halber Haushalt. Ja. Entschuldigung. Ich wollte deinen Platz nicht wegnehmen. Echt? Okay, den habe ich und den habe ich auch. Sehr schön. Nee, warte mal, ist das die Spitze? Doch, die kommt. Ja, doch, die Spitze. Schon richtig. Okay. Die kommen jetzt nach vorne. Da fehlt mir noch ein. Du alles bauen kannst du nicht, ne? Was? Du alles bauen. Was machst du damit? Zwei auf einmal. Wenn ich sie beide gleichzeitig gefunden hätte, ginge das schon. Okay. Aber ich genieße das ja auch.
Lego machen macht auch Spaß. Ja, ja. Also. Ja. Habe ich es noch nicht eilig. Bam, 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 bam. Fertig. Aus der Vorstellung. Ey, ja genau. Ist wie beim Sex. Macht Spaß. Und warum bist du schon fertig? Genau. Oh Mann. Hier, bitteschön. Das sollte man auch genießen, das stimmt. Ja, Lego nicht. Das geht ganz schnell. Bam, 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 bam. Das ist wie Minecraft, geht auch schnell. Wumps. Man sollte das alles genießen. Ne? Das ganze Leben sollte man genießen. So. Das sind die hier. Die ja. Coolen. Ah, da. Die sehen cool aus. Auch Kunststoff. Ja, ein bisschen flexibel. Wenn das mal halten will. So. Ja, dadurch, dass das so gummiartig ist. Wenn es klack macht, ist gut. Oh, das habe ich damals während der Ausbildung mal gesagt. Ist das auch zu? Es hat klack gemacht. Ja, wenn es klack macht, ist nicht immer gut. Nee, das war kein Argument. Da habe ich Anschiss gekriegt. Tja. So, 1, 2, 2 da. Also während der Ausbildung, wenn es klack macht, immer noch mal gucken. Zweimal. Also kann jeder eins bauen. Was'n? Ach, das'n. 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 Du hast ein Steine da. Was soll denn das? Mensch, Mensch, Mensch. War ich absichtlich? Das weiß ich. Oh, Dominika. Er macht alles mit Absicht. Aber hinterher sagt er nur, tschüss, jo. Ich mach gar nichts, alles mit Absicht, ja. Doch. Stehst morgens auf, absichtlich. Ja gut, es gibt so Sachen. Es gibt so Sachen, die macht man mal mit Absicht. Hm. Achso, das ist jetzt der hier. Ich wundere mich schon, was ist das? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dann brauch ich den hier. So, das sieht gut aus. Haben Sie es auch richtig gemacht, Herr Professor? Natürlich. Ja, deswegen ist deiner auch, oh doch, den tatsächlich versetzt. Hey. Die sind tatsächlich versetzt, ja. Und nochmal. Aber die sind. Ja, das haben wir nur einmal, ne? Das haben wir nur einmal. Mhm. Ja, da ist es. Das wird. Der Aussichtsturm. Ich wollte gerade sagen, das Tor haben wir noch nie angefangen. Nein, das Tor haben wir noch nie angefangen. Das wird erstmal der Turm. Das Namensgebende. Also es wird nicht Dolguldur. So, Goldeldur. Aha. Das ist ja dieser große Riesenturm, wo das Auge drauf ist. Das wird es ja nicht. Das wäre auch mit dem Auge. Ja, Wünsche können bei Lego ja nur gemacht werden. Ja, hat ja auch genug Stimmen gekriegt. Mal gucken. Also Minas Tirith, auf jeden Fall. Mal gucken. Da muss das ja mal angesehen. Hoffentlich kommt das. Das wäre episch. Weißt du überhaupt, was dieses Wort bedeutet? Das nehmen so viele Menschen in den Mund, gerade bei YouTube. Na, wenn man mal fragt, tut es. Ja, genau. Ja. Geil halt. Ja, kann man so. Klingt halt toll, das Wort, ne? Ja, deswegen benutze ich es gleich mal. Sehr schön. Das ist auch gut. Wieso benutzen Sie denn gerade diese Wörter? Ja, weil es geil ist. Das ist halt geil. So, die Frage ist jetzt nur, kommt das hier so drauf? Das kommt da so drauf. Aber bestimmt, doch, das ist fest, ne? Das hier, nee, Moment, das ist... Doch, das ist fest. Aber, warte mal. So, dann kann man das noch drehen hier. Genau. Drehen sollte man das auch. Weil es geil ist. Warum klaust du die Kohle, weil es geil ist, ey? Was denn? Willst du Feuer machen, musst du schneller sein.
Das ist gemeinsam mir. Wo hast du es denn draufgepackt, da oben? Wie viel Platz hast du denn hier drin? Bist du jetzt doof? Große Klappe, nichts dahinter. Ah, jetzt. Da. Wams. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Copyright. Copyright, genau. Oh Mann. Viermal das Ganze. Ja, ich bin schon dabei. Viermal. Cool. Und das wird dann auch schon fertig mit der Tüte. Da fangen die Videospielehersteller ja langsam an, sich Gedanken drum zu machen. Worüber? Ja, was man so darf und was nicht. So nach dem Motto, du darfst es öffentlich spielen, aber darfst die Musik nicht verwenden, die Logos nicht verwenden und bla 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 bla. Sehr schön, was bleibt denn dann noch? Du darfst keine Modifikationen irgendwie, die müssen dann irgendwie... Ja, das ist schon nicht so einfach. Da werden manche noch zu knapp. Und überall muss drunter stehen, von wem das Spiel ist. Mhm. Also da gibt es eine Zeile, gerade bei Microsoft, die haben das die Tage mal verkündet. Ja. Da gibt es eine Zeile. Mhm. So nach dem Motto, dieses Game ist Copyright bei Microsoft Enterprise oder wie die sich nennen. Mhm. Corporation heißt es bei denen, glaube ich. Ne? So, der Witz ist, ich kann verstehen, dass sie es machen. Und es muss auch immer drunter stehen, dieses Video, also im Grunde hätten sie sagen können, Let's Play entspricht den Regeln, wie sie von Microsoft vorgeschrieben sind. Damit schützen die sich im Grunde. Ne? Weil jeder, der sich nicht an die Regeln hält, das aber drunter schreibt, den können sie im Grunde den Kanal dicht machen und auch noch wegen Urheberrechtsverletzung. Genau. Richtig. Nach dem Motto, du hast gesagt, du hast gelesen, hält sich nicht dran, hast dich ans eigene Bein gepinkelt. Da hast du was vergessen. Was denn? Stimmt, die habe ich tatsächlich vergessen. Ich habe ja auch wertvolle Informationen rausgehauen. Ja, also wenn ihr Let's Plays macht, guckt vorher nach, ob ihr es dürft. Nein! Was war da denn mal? Gibt es da auch ein Extended Pack? Nein. Nee, sah so aus. Sie sah so aus, wirklich. So, das war Tüte Nummer 2. Ja. Und der Turm ist fertig. Das war die eine Hälfte. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Bis dann. Ciao.